Gott, oh 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 Gott. Verdammt, wo kam der denn her, der Wichser? Ich höre ihn nie richtig. Oh, ich muss wirklich doch mit Surround-Sound spielen. Das ist ja richtig schlecht. Gott, jetzt muss ich mal einen anderen Server suchen, wo ich sicherer bin. Das Problem ist, ich habe auch kein Verbandzeug mehr. Oh, da werde ich jetzt richtig bluten. Ich glaube, ich kann mich endlich schon mal am besten. Das wird doch das Beste sein. Ich suche mir jetzt irgendeinen flauschigen Server und bewege mich dann schon mal Expert GMT 2+. Das Problem ist, dass die meisten Server auch ziemlich voll sind. Ich versuche es mal mit denen hier. County Lucket. Ah, das war doch nicht so voll. Server suchen, genau, das könnte ich auch mal zeigen, dass ich der Vollständigkeit habe. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Third Person On, bitte. Oh Gott, das ist immer so ein Problem, hier einen Server zu finden. Third Person Off will ich nicht haben. Ich bin mittlerweile nicht mehr, mittlerweile UTC minus 2 Stunden. Nehmen wir den einfach mal. Oh Gott, voll. Ich war am Anfang verdammt wählerisch, was Server angeht, aber dadurch, dass die immer alle voll sind. Oh, Third Person Off, ihr Penner. Man kann das Spiel ohne Third Person noch gar nicht spielen. Hosted by Trinity Games, yay, so. Da sind wir wieder. Wahrscheinlich blute ich jetzt, das ist nicht gut. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Vielleicht finde ich ja in der Kirche noch schnell was. Wahrscheinlich nicht. Das hört man aber echt schlecht. Ich muss mal die Jungs sonst, glaube ich, noch lauter machen. Das ist ja teilweise echt mies. Ich weiß auch gar nicht, wo der Kollege jetzt herkommt. Also ich dachte immer noch, der wäre hinter der Wand und kommt gleich um die Ecke. Da stand er schon neben mir. Oh Gott, ich werde jetzt so sterben. Ich will nicht sterben. Es ist hier übrigens Nacht. Hey, jawohl! Mein Disconnect hat war jetzt ein bisschen schummeln, weil. Weil. Ich habe noch volle Lebenspunkte, ich habe keinen Schaden genommen. Okay, hier ist. Stellt sich nur bloß natürlich eine Frage, wie lange mein Nachtsichtgerät hält oder ob das unendlich lange Akku hat. Wenn ja, habe ich jetzt natürlich einen absoluten Vogel abgeschossen, weil. Ich meine. Ohne Nachtsichtgerät. Alter, ist das hier düster. Ich habe auch keine Taschenlampe, hervorragend. Mit Nachtsichtgerät. Also solange ich mich hier ein bisschen leise verhalte und nicht so laut durch die Gegend schleiche, habe ich, glaube ich, alle Chancen der Welt. Diese Tür kann ich auch nicht aufmachen. Oh, jetzt habe ich die Waffe gewechselt. Ah ja, gut. Habe ich hier, glaube ich, alle Chancen der Welt, hier in Ruhe Pavlovo auszuräumen. Weil, wer soll mir jetzt hier was tun? Die Zombies werden mich garantiert nicht sehen. Vor allem welche Zombies, hier sind ja gar keine. Habe ich hier Third Person eigentlich? Ja, habe ich. Natürlich die eingeschränkte Sicht durch das Nachtsichtgerät ist natürlich nicht so cool. Wir werden es die nächsten paar Minuten wahrscheinlich nur grün sehen. Aber ich glaube, ich wechsle dann auch irgendwann mal wieder den Server. Ja, am Tag spielen ist mir, glaube ich, im Moment noch lieber. Auch wenn ich ein Nachtsichtgerät habe. Regen ist natürlich auch nervig. Das Nachtsichtgerät nebenbei auch noch wegfiltert, wie ich gerade sehe. Oh Gott, ey. Also nachts kann man sich ja wirklich die Kugel geben. Mein Hunger auch schon wieder, Gott. Ist ja alles schlecht hier. Wie schnell man Hunger kriegt, ist ja. Oh, da hinten stolpert der Pfarrer lang. Naja, soll er machen. Dum, 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 dum. Ja, ich glaube, der Regen ist. Oh, das ist eigentlich ideale Bedingung für mich jetzt mit meinem Nachtsichtgerät, mein Fundstück der Woche. Also auf den Server möchte ich übrigens nicht sterben, weil da finde ich mein Nachtsichtgerät in 1000 Jahren nicht wieder. Was ich gerade sagen wollte, mein Fundstück der Woche hier mit meinem Nachtsichtgerät. Plus den Regen, der wahrscheinlich noch geräuschdämpfend ist, ist es hier ideal. Oh, komme ich da rein? Oder ist es einfach nur so dunkel? Hier guck mal auch nicht rein. Nee. Gott, jetzt fängt das wieder an. Ich weiß nicht, wie ich dieses hässliche fucking Menü da tot kriege. Hallo, Menü. Ah, das ist so hässig, dieses Rotzmenü. Das geht nie zu. Ich weiß gar nicht, mit welcher Taste. Dummes Menü, geh zu! Ich kann nicht schießen, wenn ich das hab. Glaube ich jedenfalls. Ich will's auch nicht ausprobieren, aber egal, ich kann's auch nicht. Geh zu, du dummes Frotzmenü! Backspace, ja, super. Ich hasse dieses Menü einfach nur, es ist einfach nur sinnlos. Vor allem, wenn man diesen Taktik-Ding jetzt da 100% nicht brauchen, gar nicht benutzen kann. Ja, wie ich. Tschüss! Ja, war ein schöner Server, muss ich sagen, aber ich fand ein bisschen zu nächtlich. Ja, jetzt haben wir auch schon mal die Nacht gesehen. Wie hat er mich denn bitte schon jetzt gesehen? Das ist ja noch schlimmer, wenn dann die Zombies im Dunkeln sehen können. Das ist ja hässlich. So, was haben wir denn hier? Third Person On. Oh, der ist ein Top-Server, den nehmen wir. Deutsche Zeit. Illegal Copies may be degraded. Ne, ist kein Problem für mich. Ich habe ja keine illegale Copy. Ist ja alles original hier. Ist wirklich.
Ich glaube, das funktioniert doch gar nicht mit illegalen Kopien. Also ich habe schon Server gesehen, die für ältere Versionen sind. Die sind dann wahrscheinlich für die Leute, die nicht die alternativ legalen Versionen besitzen. Aber ich habe da ja. Illegal Copies may be degraded. So. Dum dum. Dum dum. Mal sehen, ob es wieder Nacht ist oder ob es jetzt wieder Tag ist. Ich möchte auch nicht neben einem Zombie aufwachen. Also mal disconnecten, wenn man so ein Vieh sieht, ist natürlich auch nicht so die Taktik, die ich auf Dauer mir andichten lassen möchte. Also ohne Regen ist es halbwegs hell. Auch in der Nacht. Also hier zumindest. Mond, wa? Na gut, machen wir das Nacht. Boah. Gut, dass das Nachtsichtgerät auch nicht so einen stylischen Sound macht. War das eigentlich wirklich der Pfarrer oder sah der nur wieder so aus? Da sitzt in der Kirche nichts. Marcel was killt. Na super. Der arme Marcel. So, wenn es jetzt hier in der Kirche nichts gibt, dann dreh ich durch. So, hier muss es doch was geben. Ah, das bin ich. Gut, ich nicht aussehe. Also das Schöne ist, wir kommen noch nicht mehr in die Küche rein. Das ist natürlich auch super. Also ich glaube, ich xe Pavlovo, glaube ich, mit einem ganz großen Kreuz auf meiner Karte durch. Ich sehe gerade, ich stehe... Wohl, nee. Sichtbarkeit ist null und Hörbarkeit ist auch quasi null. Ich höre schon wieder Mücken. Viehzeug. Da hinten ist schon wieder einer von den Gammelköpfen. Da ist noch einer. Ach so, das hält langsam nach wegen HDR und so. Nee, Freunde, also ganz ehrlich, ohne Nachtsichtgerät wollte ich jetzt nicht spielen. Da müsste ich jetzt extra so einen 6 Stunden Zeitversetzt Server suchen. So, kommen wir vielleicht hinten irgendwie in die Kirche rein? Hey, kann mir doch keiner erzählen, dass dieser ganze Bunker hier komplett sinnlos ist. Ja, das ist natürlich jetzt echt schlecht. Ha. Und wie scheint generell ganz Pavlovo nicht so der Ort zu sein. Da ist ein Kollege, aber der sollte mich eigentlich nicht sehen. Wie mich hier eigentlich niemand sehen sollte. Also ich versuch's mal mit der Ansiedlung da hinten auf den Hügel. Vielleicht, dass mich gerade nachts fühle ich mich eigentlich relativ sicher und in der Lage, hier auch mal ein bisschen offensiver vorzugehen, solange ich auch noch schleiche. Meine Hörbarkeit wird auch nicht niedriger, wenn ich hier irgendwie mich auf den Boden packe. Hat die eingeschränkte Sicherheit. Third Person? Ach, ich hätte drauf geachtet. Haben wir ja. Ja, einmal die AK durchziehen. Das wäre jetzt auf jeden Fall eine super Maßnahme. Die Tür sieht nicht öffnebar aus. Ist auch nicht. Krimp, warum denn nicht? Tja, schade. Echt ein bisschen ärgerlich. Dass man... Der Kollege, die beiden Kollegen da hinten, die sollten mich eigentlich nicht stören. Oh, das Haus da, das sieht erkundbar aus. Die Nachtsichtgerät ist wirklich Optimum. Wer habe ich denn da bitte schon seine Leiche gefunden? Den Typen müsste ich hoch in den Himmel loben. Den Soda, den Cola-Trinker auch. Aber ich sehe gerade hier so Fleisch halt nicht so lange vor, ne? Ich müsste mal eine Axt finden oder so, weil ich habe ja noch das Fleisch von den anderen Kollegen. Also der Ziege, die habe ich ja am Tag geschossen. Ich war jagen. Weiß gar nicht, wo das hin ist. Da stand irgendwas mit blablabla, Fleisch wurde hinzugefügt. Aber ich habe gar nicht weiter geguckt, wo das jetzt hin ist. Aber erstmal muss ich halt ein Feuer auch machen. So, hier liegt hier vielleicht noch was zu essen rum. Ist das nicht irgendein das gleiche Haus, in dem ich vorhin schon war? Oh Gott, jetzt rennt die hier durch oder los oder was? Ich glaube, hier drin ist richtig düster. Würde man sich noch halb... Die sind aber nicht hinter mir her, oder? Doch. Nicht denn ihr Ernst? Wie hat der mich denn gesehen? Ach so, wahrscheinlich durch meine Laufaktion eben gerade. War, glaube ich, der Einzige. Ich meine, ich kann ja nicht immer disconnecten. Das geht ja auch nicht. Wie sieht so ein Nachtsichtgerät in 16 zu 9 verdammt komisch aus? Glaube ich, das sollte eigentlich rund sein. Naja. Na gut, in Pavlovo war also eigentlich ein ziemlicher Fehlschlag. Könnte man resümieren. Außer, dass ich irgendwie 2 Magazine verbraucht habe und dabei 3 Magazine angebraucht. Habe ich ein bisschen... Ja, schön. Das hat man öfter. Dann bin ich anscheinend auch nicht alleine. Den Fehler. Oh, ich bin halbwegs gut hörbar. 2 Balken ist natürlich nicht so gut.
hier auch kein Haus öffnebar ist. Zum Kotzen. Warum ist mein Schal gerade losgerannt? Ich weiß es nicht. Aber die Tatsache, dass das ist, hat mich dazu gebracht zu disconnecten, weil da sind gerade mehrere losgerannt. Ach, das wäre so tödlich gewesen für mich. Ach ja. Was haben wir denn hier? DE? Oh Mann, ey. Dumme Zaubersuche. So, da steht aber gar nichts. Wichers WS. RPG, ne? Ich gehe da einfach mal drauf und hoffen, dass der Third Person hat. Das ist mal so eine Sache für sich hier mit der Serversuche. Das ja, ständige Serverwechseln nimmt natürlich ein bisschen was von der Stimmung, ne? Andererseits bin ich auch nicht in Stimmung dafür, andauernd zu sterben. Und das würde auch passieren, wenn ich das hier so durchziehen würde. Groville, Backload, Port, GIF, Roadkill, Turbo, Westquo, Darknob. Ich kann noch nicht sagen, dass ich irgendeinen Namen schon mal zweimal gelesen habe. So, ist es hier auch wieder dunkel? Nein, jetzt ist wieder Tag. Also es war... Pavlovo, hey, ich bin ein Pavlovo, schön. Ja, das mit den Gammelköpfen hat sich nicht geändert. Warum habe ich hier nicht gerade nicht so ein... Ach, das Wetter... Ah, oh, Gott. Ja, ich muss... Den Server muss ich eigentlich auch gleich wieder verlassen. Und zwar, das ist hier so ein Hardcore-Server. Da muss ich so zielen, wenn ich was treffen möchte. Also über Kimmer und Korn. Weil dessen habe ich hier auch gerade keine Menüs und Third Person sowieso nicht. Und Third Person hätte ich ja schon gerne. Aber auch hier gehen keine Türen auf. Also wie das Sichtbarkeitsradar ist manchmal auch nicht so wirklich toll. Ich keinen Müll durchsuchen kann. Vielleicht haben die ehemals osteuropäischen Bürger ja was weggeschmissen. Von Wert für mich. Stunde. Ich müsste eigentlich mal direkt den weiteren Kurs verstellen, wo ich jetzt... Aber eigentlich habe ich jetzt gerade nicht die Ruhe, auf der Karte zu gucken. Vor allem nicht auf die Ingame-Karte. Die sowieso nicht. Ich wollte eigentlich gerade auf meiner Papierkarte gucken. Ich kann ja mal die kleine nehmen. Die kann ich hier noch greifen. Ach du Gott. Also nächstes hier ist Zelenogorsk. Das ist aber ein ganzes Stück die Straße runter. Mindestens 3 Kilometer. Weiß nicht, ob das mein Durst noch mitmacht. Dass ich auch keine Wasserflasche habe. Ich denke, die hat man von Beginn an. Echt ein bisschen doof. Mörders? Null. Also es war anscheinend auch in der vorherigen Version so, dass man anders aussah, wenn man viele Spieler getötet hat. Wobei ich keine Ahnung habe, wie viele definiert war. War das eigentlich schade. So, die bewegen sich auf jeden Fall schön in die falsche Richtung. Was ist das denn da? Ah ja. Ist das eine Nachricht vom Server? Oder soll das irgendwas darstellen, was ich gerade nicht lesen kann? Willkommen to DE77, Days Server. Would survive. Yay. Oh. Oh. Ne, auch nicht. Ja. Das war's. Admin. Jens. Schön. Ach, die haben sogar einen IRC-Server. Oh Gott, Junges. Jungens! Ich fürchte allerdings, dass ich gerade schon wieder angestürmt werde, bevor ich wirke. Aha. 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr. ATC wird der Server neu gestartet. Aha. Aha. Ah ja. Was? This server use experimental configuration and script files? Na, allerherzlichsten Glückwunsch aber auch. Ist ja nicht so, dass das Spiel nicht so in der Beta ist. Ich glaube, ich habe Alpha zwischendurch mal gesagt. Aber trotzdem. Wird es auch noch Experimentaldateien hier oder was? Ah. Grimpf. Ja. Also ich ahne, dass ich mich wirklich, bevor mein Hunger und mein Durst irgendwie schlimmer werden, muss ich mich, glaube ich, nach der großen Stadt durchschlagen. In der Hoffnung, da was zu finden. Aber ich ahne, dass es nicht... Ist. Ah ja. Shanaros, Pavlovo, Tag 0. Das ist, glaube ich, ein Server mit höherer Sichtweite, weil hier ruckelt es mehr. Hinten ist ein Gammler, aber das interessiert mich nicht. Ja, okay, jetzt noch die Hütte da vorne, den LKW und ich bin durch. Dann habe ich hier, glaube ich, alles gesehen, was man in Pavlovo so sehen kann. Das mit dem Loot enttäuscht mich ja sehr, also... Ist ja mal so gar nichts.